Ein schauriges Willkommen zu Part 3 von Let's Play Limbo. Ich bin mal wieder hierher gelaufen, weil der Kontrollpunkt war ein bisschen weiter vorne. Und wir machen weiter mit unserem namenlosen, leuchtaugigen Jungen, der irgendwo hin will, um irgendwas zu bekommen. Was raschelt da im Hintergrund? Die Spinne haben wir doch schon erledigt, oder? Kommen jetzt Vögel oder Fledermäuse? Okay, das ist Wasser, da können wir aber durch warten. Oh. Okay. Kann ich? Da ist. Es sieht so aus, als wäre da ein toter Körper im Wasser. Okay. Was ist das? Was hat der da auf dem Kopf? Hoch mit dir! Wieso hat der so einen leuchtenden Kopf? Wir hatten das auch, als wir uns aus den Spinnenweben befreit haben. Vielleicht war der auch in Spinnenweben. Was heißt nur, dass er wieder in die Spinne kommt? Hey. Du. Das da unten ist doch wohl wahrscheinlich eine Art Seil für eine Falle, oder? Und jetzt? Wenn ich da runterspringe, dann kommt dieser Felsbrocken da runter. Dieser Quader, ganz sicher. Ich springe mal runter und versuche gleich wieder hochzuspringen. Geht nicht. Ach, nee. Ich bin ja auch doof. Wahrscheinlich hätte ich jetzt einfach hier. Es ist schon makaber, Leute. Ja klar, jetzt ist er auch weg. Oh, schaut mal da oben. Bäh. Was seid denn ihr für welche? Ich dachte immer, er rutscht, aber er rutscht. Jetzt rutscht er. Nix. Machen wir mal weiter. Oh, schon wieder eine Nahaufnahme. Ich wollte gerade fragen, soll ich da auf das da in der Mitte vermeiden oder die Mulden vermeiden? Die Mulden muss man meiden. Okay. Da scheint es andersrum zu sein. Oh, wie mies ist das denn, Leute? Ach komm, T, das ist doch... Und einige von euch haben sich das Spiel von mir gewünscht. Na, großartig. Da oben hängt einer. Da ist einer mit Pfeilen erschossen und vor uns sind Speere oder Spieße im Boden. Komme ich darüber? Tja, da die Flucht war nicht so glorreich. Ach nee, da schon wieder. Ja, nee, da bin ich zu spät gesprungen. Weil ich jetzt nicht mehr wusste, bin ich beim ersten oder beim zweiten. Ich bin natürlich beim ersten und darf das Ganze nochmal machen. Ah. Das bedeutet mit anderen Worten, ich darf das Ganze auch wieder zurückrennen, während die mich verfolgen. Kommt schon. Ja. Das war ja geschickt. Yeah. Also ich hatte die Idee.
Aber die Ausführung war nicht so glorreich. Also gut, sie war miserabel, ich geb's ja zu. Da bin ich ein bisschen zu spät abgesprungen, sieht so aus. Ach ja, wenn die Sterbestin nur ein bisschen schneller immer vorbei wäre, wäre ich auch dankbarer. Und man will es nicht ständig sehen. Jetzt aber. Okay, der erste ist tot. Der zweite auch. Und der dritte, das wäre ich, der jetzt gerade gestorben ist. Und was mache ich mit dem, der da noch übrig ist? Ich glaube, so gehört das, Leute. Ich habe jetzt gerade mal nichts gesagt, um mich zu konzentrieren. Jetzt muss mir bloß noch der Sprung hier gelingen. Und das sieht gut aus. Kann ich dich eigentlich ziehen? Nee, du liegst einfach nur so da. Okay, ich kann dich nicht ziehen. Den Abschnitt hätte ich wohl auch geschafft, nach einigen Versuchen. Ah, da geht es eine Leiter runter. Und da oben sind Zahnräder. Ich kann ich bestimmt nicht umsonst hier ziehen. Wieso kann ich dich ziehen? Bam, ich kann dich nur bis hierhin ziehen. Ich schau mal. Das hat auf jeden Fall einen Grund. Aha, Momentchen. Halt, 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 halt. Oh, was tust du? So. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage. Okay, das ist ein Zeitding. Die Frage ist, wie ich denn den zweiten da aufbekomme. Ach, da oben ist noch mal ein Seil. Schaut mal. Da oben ist ja noch ein Seil. Okay, da kann ich mich jetzt nicht einfach runterlassen, aber... Ich denke nicht, dass ich in die Zahnräder reinfallen darf. Muss ich da jetzt schnell sein und was festknoten oder so? Aha. Ja, das ist ja doch relativ schnell. Festknoten kann ich da wahrscheinlich nichts, oder? Oder ist das nur dafür da, dass ich schneller wieder nach oben komme? Ah, nee. Bleib mal. Ja, eigentlich muss ich ja den oberen, das obere Seil als erstes ziehen. Das geht wirklich nicht. Nee, geht nicht drüber. Ich
denke aber auch, dass ich da nicht rein darf in die Zahnräder. Also ich versuch's, Leute, einfach mal, damit wir es ausprobiert haben. Ich kann gar nicht loslassen. Oder soll das helfen, dass ich nicht sterbe, wenn ich runterfalle? Dass ich da drauf springen kann. Aber das ist doch trotzdem viel zu stehen bleiben. Stehen bleiben, keine Bewegung. Momentchen. Okay, das überlebt er. Ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist. Aber ob das dann reicht von der Dauer? Shit. Aber ich glaube, das könnte es sein. Ich glaube, das könnte es sein, Leute. Das ist ein Zeitding der gemeinen Sorte. Los geht's. Ah, nee. Oder muss ich den hier als erstes... Nee, nee. Nee, glaube ich nicht. Also es kann sein, dass ich hier vollkommen auf dem Holzweg bin, Leute. Aber ich glaube, an meiner Theorie ist was dran. Fast. Bam, bam. Oder kann ich da doch durch die... Mache ich mir da zu viele... Nee, da kann ich nicht durch. Ich habe gedacht, ob ich da vielleicht wirklich durch die Zahnräder durch könnte, aber dann müsste ich ihn ja weiterschieben können. Das klappt so nicht. Sehr widerlich. Ich mache mal kurz einen Cut, weil das Spiel wieder zum Lecken anfängt. Kleinen Moment bitte. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser, Leute. Aber nicht wirklich. Ich kann es nicht packen. Ich kann es nicht packen. Ich wollte packen und irgendwie festzurren oder so, aber nee, das geht nicht. Das wäre doch aber mal die Idee. Für den Jungen. Ah. Aber dafür bleibt der Wagen da auf der linken Seite zu statisch stehen. Dann muss ich versuchen... Ich dachte mir, dass ich das Seil vielleicht nochmal packen muss, wenn ich unten bin. Ich probiere das jetzt mal folgendermaßen. Ich versuche mal, ob er stirbt, wenn ich von da oben runterspringe. Ob das sein Tod ist? Play dead? Oder... Also ob ich den...
Nee, das überlebt er. Ist das Ding dafür da, dass ich dann an das Seil nochmal rankomme, während es hochgezogen wird? Ist das möglich? Ja. Jetzt hat sich das Spiel von selber wieder. Hoch! Ja, das ist es. Nein! Knapp. Jetzt habe ich es geschnallt, Leute. Dauert ja bei mir immer etwas länger, ihr wisst schon. So. Also nochmal. Hoch mit dir. Da kann man sogar schwingen. Kann ich denn... Das sieht gut aus. Jawoll. Puh. In der Graslandschaft, jawohl. Oh. Was sind denn das für Pilze? Warum geht das jetzt schon wieder so in die Nahaufnahme? Ich spring da mal drüber. Wollte jetzt nicht ausprobieren, was das für... Jetzt hängt da was von oben runter. Bist du wieder so ein Ding, das gerade aufgefressen wird? Da frisst aber keiner. Ich hab's befürchtet. Hä? Er geht zurück. Er ist im Zombie-Modus irgendwie, oder? Ich kann ihn bremsen oder beschleunigen, aber ich kann ihn nicht aufhalten. Oder gar lenken. Da ich kann... Oh. Oh. Ah. Nein, nein, nein. Zurück. Ah, Momentchen mal. Ah, okay. Uff. Also ich glaube, da waren einige Hinweise. Also diese Viecher fressen es auf. Sonnenlicht mag dieses... Würmlein auch nicht? Nee. Was sind denn das bitte für Rätsel? Okay. Im Sonnenlicht fühlt er sich sicher. Okay. Aha. Da geht's nicht lang. Hm. Weiß noch nicht, wofür das da ist, Leute. Was bist denn du für eine Kröte? Ich weiß es nicht. Aber das sind noch andere, die da oben, oder? Kann ich dir... Muss ich dir irgendwie was helfen? Kann ich die runter? Bam!
Bam. Muss ich dich irgendwie... Okay, in die Richtung treiben? Muss ich? Da unten rein? Warum muss ich das? Der ist im Hamsterrad. Ach, je, schaut mal im Hintergrund. Ja. Es regnet, Leute. Und zwar tierisch. Ja, Leute, und ich würde sagen, mit diesem Regenguss machen wir dann weiter im nächsten Part von Let's Play Limbo. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Bis dann. Ciao.